Willkommen zurück zu Ich hätte gern das hier. Wir spielen weiter Mount and Blade, versuchen die Svan davon abzuhalten, Burg Herringov zu erobern. Und wollen eigentlich auch zurück in unsere eigene Burg neue Truppen holen, damit wir Braven weiter belagern können. Das läuft allerdings aktuell nicht besonders gut. Denn wir haben dauernd Svaden am Hintern und deshalb sollten wir vielleicht auf eine ausgewogene Armee diesmal gehen. Schützen haben die Feinde ja eigentlich sowieso nicht mehr viele. Ich glaube, da nehme ich mir die Rodok-Armbrüste mit und noch einige hübsche Ritter. Dann müsste das eigentlich zu schaffen sein, weil wenn auf offenem Felde was geschieht, verschwinde aus meinem Leben, dann brauchen wir einfach unsere swadischen Ritter. Vernichtet sie! Lol? Als ob der eiskalt da hinten rumlümmelt. Oh, gut gemacht. Verdammte Belagerer. Vielen Dank für eure Hilfe. Ja, ich hätte gewünscht, dass ihr mir vorhin auch geholfen hättet. Wenigstens kriege ich jetzt ein paar von meinen Leuten wieder zurück. Schweinebande. So. Wir haben nicht auch schon unterdurchschnittliche Dingens hier. Kümmerst du dich jetzt erstmal darum? Das wäre mir ganz lieb. Da könnte ich nämlich zurückreiten. We'll have our pay. We'll have our fun. Nimm ruhig Geld, ist kein Problem. Ist mir lieber, als mich aktuell prügeln zu müssen. So, pass auf. Die kriegst du erstmal zurück. Ich hätte gern die Rodok-Scharfschützen noch mit dabei. Und einige Ritter. So, aber jetzt muss das was werden hier. Weil wenn das jetzt nichts wird mit Braven, dann fürchte ich um den Ausgang dieses Krieges. Macht euch bloß alle weg hier. Gut. Braven. Die haben schon wieder einen Haufen Fürsten mit drin. Das regt mich vielleicht auf. Aber dieses Mal nehme ich sie mir vor. Das sage ich euch. Dieses Mal nicht. Imperiums Fäuste nach dort. Schützen zusammen und die Ritter sollen ruhig in den Nahkampf gehen. Obwohl die Kavallerie und die Infanterie, die sollen ruhig mir nachkommen. Wir haben hier nämlich jetzt leider dadurch, dass feindliche Fürsten da sind, doch noch einige Schützen auch zu bekämpfen. Da sind aber auch viele Rekruten wieder mit dabei hier, hör mal. Geht weg da oben. Oh, das sind ja herrliche Ziele da hinten. Die hole ich mir jetzt mal. Aber die hier stehen lassen bringt jetzt auch nicht viel. Los, vorwärts. Und ich versuche inzwischen hier hinten was zu regeln. Verdammte Scharfschützen. Verschwindet gefälligst. Aber ich vertraue eigentlich darauf, dass meine Ritter hier oben einiges gebacken kriegen. Sind halt eben swadische Ritter. Die sind voll die Allround-Einheiten. Das
Solche Kerle mit Äxten hier müssen natürlich weg. Und auf solche Jungs muss auch geschossen werden. Bogenschützen, auch ihr dürft jetzt in den Angriff gehen. Wir haben da eine schöne Lücke, wie es aussieht. Gehört die zu uns? Ich glaube, die gehört zu uns. Neue Feinde sind eingetroffen. Das ist nicht gut. Wir brauchen da oben jetzt... Oh, wir haben keine Leute da oben. Ich dachte, meine Ritter wären durchgebrochen. Menschenskinder. Da habe ich wohl was in den falschen Hals jetzt gekriegt. Mensch, dieses Braven, ich werde so froh sein, wenn wir das endlich erobert haben. Ich verstehe halt auch nicht, warum die partout nicht die Türme angreifen wollen. Das ist so schlecht von der KI einfach. Ihr müsst doch die Schützen auch mal unter Beschuss nehmen. Hat doch seinen Grund, dass auf euch geschossen wird, Männer. Merkt ihr es noch, Meter? So, wie sieht's aus? 87 Gegner stehen da oben bereit. Da könnt ihr doch jetzt wirklich mal ein bisschen hier, ne? Oh, wie schnell der abdrückt, der Hund. Aber ich kann das auch. Oh, sieht das schön aus. Man könnte glatt vergessen, dass ich hier gerade in einem erbitterten Kampf bin. Guten Abend, gute Nacht. Mit Rosen bedacht. Mach dich weg, du Rittervieh. Doch nicht da rein! Als ob da noch mehr sind. Oh, der steht günstig. Zonk. Wer, wo, warum denn? Ah, ihr seid das. Als ob da noch einer von meinen Rittern lebt. Geht nicht anders. Armbrustschützen. Wir brauchen da oben jetzt. Obwohl, nee, wir ziehen uns zurück. Kommt. So. Belagerung bei Nacht. Wer hätte das gedacht? Neue Munition für meine Schützen. Deshalb sollen die auch gleich mal nach vorne hier. Steht mir nicht im Weg, ich muss meine Leute befehligen. Dahin sollt ihr nämlich bitte. Und hier für Ordnung sorgen. Ich kann die nicht treffen, ich bin zu blöd dafür. Bei Nacht bin ich noch schlimmer als bei Tag mit der Fernkampfwaffe, ja. Ist mir echt zu dunkel. Ich sehe nicht, wohin ich feuer. Das Einzige, was ich klar merke, ist, dass irgend so ein Affe auf mich feuert. Kommt schon, holt sie euch. Der hat voll auf mich.
Kommt jetzt Schützen. Näher nach vorne und dann geht's los. Wir haben genug Bolzen für die Lappen, also los. Aber von Schützen ist wirklich nicht mehr viel zu sehen. Ich denke, die haben wir ganz gut weggefriemelt. Eventuell wird das jetzt endlich die Einnahme dieser scheußlichen Stadt, die ich am liebsten mittlerweile niederbrennen würde. Wenn ich nicht unbedingt eine Stadt bräuchte. Schnappt euch die Axt-Tinies. Die haben aber auch wirklich fast nur noch elende Ritter da oben jetzt stehen. Und von denen gar nicht mal so viele. Meine Nahkampftruppe kam noch gar nicht zum Einsatz. Immer schön Tropf. Ballert sie zusammen. Kippt doch einfach alle tot um jetzt hier, oder was? Level up, das hört man gerne. Was kriege ich denn? Stärke kriege ich. Waffenmeister kann ich eigentlich gar nicht so gebrauchen. Hat das noch was anderes? Erhöht die Grenzen der Waffenfertigkeit. Beschränkungen sehen wie folgt aus. Ich bin jetzt auf 4. 60, 100, 140, 180. Also könnte ich 220 machen, was mir absolut überhaupt nicht viel bringt. Dann nutze ich es lieber für irgendwas anderes. Aber Wegfindung wäre natürlich wirklich was. Was man wirklich gebrauchen könnte. Man merkt ja, wie oft ich dem Feind reinrenne. 3% pro Dingens. Das kann schon den Ausgang von so einigen bedeuten. Schild ist weg, haut drauf. Was hält denn der alles aus? Jetzt ist er weg. Ich habe die Befürchtung, die Munition meiner Truppe ist nicht besonders hoch. Und ich habe weiterhin das Gefühl, dass hier immer noch so einige Ärsche baumeln. Entschuldige? Au, ist gut, wär schon wieder. Kommt schon, ich habe noch massenhaft Bolzen, die ich versemmel, wie ihr seht. Neunzehn Gegner. Wenn ihr Ärger wollt, kommt ran.
Oh, nicht mit mir, ihr Lümmel. Kommt schon. Scheiße. Aber ich habe noch genug Truppen. Das gibt's doch nicht. 4, 3, 2, 1, 17. Los geht's jetzt. Aber echt mal. Es sind nur noch 12 Gegner hier. Komm. Ballert sie einfach über den Haufen. Wir haben jetzt so viele Schützen gegen die. Die halten keine 10 Minuten aus. Du wirst schon nicht zusammenklappen, mein lieber Swade. Okay, einer steht da hinten noch. Und das war's. Wir konnten noch nicht mal in Linie gehen, da waren sie schon platt. Jetzt haben wir es endlich geschafft hier. Wird auch mal Zeit. Dich, mein Freund, nehme ich als Gefangenen, dann sage ich dir. Ich nehme euch alle jetzt als Gefangene. Und jetzt lasst mich doch mal gucken, was ihr so alles Schönes habt. Ihr Swaden zufällig. Habt ihr nicht? Gut. Dann müssen wir allgemein mal gucken, was ihr so habt. Haufen Nordkrieger hier. 30 Stück. Die wären eigentlich sogar eine ziemlich gute Verteidigung. Aber man kann mal gucken. Ich habe hier zum Beispiel Rodox Sarchens. Scharfschützen, Vegiermeisterschützen, Nordbogenschützen, Veteranen. Und da bin ich leider schon voll. Schade, schade. So, und jetzt gucken wir nämlich erstmal hier in die Garnison. Die Nordbogis, die Vegier Meisterbogis, die Rodoxachis und die Scharfschützis. Kannst du komplett schon mal haben. Dafür nehme ich mir die ganzen Rekrutenspasten raus. Und gucke gleich mal mit in die Schenke. Kann man hier was gebrauchen aktuell? Ich glaube nicht. Wie sieht's denn beim Marktplatz aus? Ich brauche doch sicher mal Futter wieder, hä? Hier, das können wir verkaufen schon mal. Und dafür hole ich mir das. Werkzeuge nehme ich auch gleich mal eine Ladung mit. Und zu den Dyrocks gehe ich auch. Ich würde nämlich gerne, solange ich Dirim nicht habe, mein Dingens hierher. Hier. Gut. Ich brauche jetzt ohnehin nur noch meine Reiter. Denn ich möchte jetzt ganz gerne die swadischen Fürsten natürlich zertrampeln. Aber bevor wir mit der fröhlichen Jagd auf die feindlichen Fürsten anfangen, die wir immer dann machen, wenn es mit einem Reich zu Ende geht, denn wenn die Feinde keine Borgen mehr haben, dann sind es nur noch die Fürsten, die das Reich zusammenhalten. Und wenn die weg sind, dann kommt bald die endgültige Kapitulation. Und genau das habe ich halt mit euch vor jetzt. Deshalb nehmen wir uns diese Fürsten beim nächsten Mal vor. Danach reiten wir in unsere Burg, holen uns noch mehr Ritter. Oder vielleicht bleiben wir auch dabei. Ist ja ein schöner kleiner Jagdtrupp. Große Fürsten haben die Feinde jetzt eh nicht mehr. So oder so, mit Swadien geht es zu Ende und ich werde dafür sorgen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Lord Peter.